Willkommen zurück zu Spellforce 3 Legacy Edition in der letzten großen Schlacht in dieser Kampagne. Ich habe ein kleines Problem. Wir haben irgendwelche Türme, die uns den Weg versperren. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel meint, das ist die Barriere. Und bevor wir die nicht irgendwie eliminiert bekommen, haben wir ein Problem. Da reinzurennen ist sicherer Tod, weil die halt so krass wie Damage machen. Aber wir haben ein Ausrufezeichen da unten und da können wir dann mal hingehen. Ich würde sagen, aber wir heilen kurz hier nochmal ein paar Leute hoch und gehen dann nur mit unseren 4 Leuten da unten hin, damit die hier oben beschützen. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass die halt nur hier kommen können und wir somit dann hier das blockieren können erstmal, als wir die Leute auffallen können. So. Zarach führt mich. Müssen irgendwie hier unten gucken. Wie ihr wünscht. Wir werden angegriffen. Hä? Von was denn? Wer bist du? Was ist das? Sicher. Energie. Gut. Endlich. Was denn hier? Das ist irgendwie. Kinderspiel. Ja, sind ein paar Viecher. Ich kümmere mich drum. Die. Oh, hier unten ist. Aha, die greifen hier den. Ach, deswegen. Ach, guck mal, deswegen. Überlass das mir. Kommen die hier halt immer halb tot oder beziehungsweise was? Gar nicht erst bei uns an, weil die Viecher hier unten das verteidigen. Verbrennen wir sie. Das ist natürlich ungeil, weil wenn wir nämlich jetzt. Alles klar. Gute Idee. Mehr Sektoren, mehr Kontrolle. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt wieder durchkommen. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Außenposten upgraden und. Zwei Wachtürme einmal bitte bauen. Was ist? Nee, so. Nee, wir müssen wir dahin. In Ordnung. Warum auch immer wir hier hin müssen. Nee, wir müssen irgendwie, hä? Kapier ich jetzt nicht. Gut. Warum? Ein Gebäude wurde errichtet. Ja, wahrscheinlich müssen wir doch hier hin. Verstanden. Wahrscheinlich hat die Reinheit ja auch noch eine Burg oder sowas. Das Problem ist, dann müssen wir ein paar Leute abziehen von da oben. Ein Gebäude wurde errichtet. Für die Feuerzähmer! Hier hat die Reinheit auch schon einen Posten gebaut, aber die sind halt verreckt. Okay. Ja, das ist ein guter Ort. Wir werden angegriffen. Hier. Ja, aber das solltet ihr eigentlich alle hinkriegen. Wir werden angegriffen. Kein Problem. Ja, da waren wahrscheinlich noch vereinzelte Leute oder sowas.
Da. Wenn wir hier gucken. Nee, doch. Doch, genau hier. Aber wie lange kämpft die hier? Wir werden angegriffen! Ja, ja, sind doch schon. Oh nein! Wir werden angegriffen! Alles Reise war. Okay, hier unten ist doch noch irgendwie. Das ist uncool. Aber die sind hier alleine. Also hier sind nicht so viele, das heißt, wir können theoretisch. Verstanden. Kommen wir von unten, ne? Können hier von da kommen? Naja, gut. Wie ihr wünscht, seid ihr euch sicher? Denke mal, wir können das, wenn dann nur so vereinzelte kommen, können wir das ja sogar alleine schaffen. Probieren wir es einfach mal aus. Ein Gebäude wurde errichtet. Verbrennen wir sie. Sie werden fallen. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir oben die alles hier verteidigen, ne? Deswegen. Oh. Ein Gebäude wurde errichtet. Krasser Shit. Das ist irgendwie so ein freaking Turm, der uns die ganze Zeit abschießt. Was ist das da? Endlich. Ach nee. Für die Feuerzähmer! Sicher, sicher. Das werdet ihr bereuen! Ich bin bereit. Das kriegen wir schon alles gut hin. Ja, nur noch dieser große. Ja, gut. Und ja, Katapult, das ist weg. Wir werden angegriffen. Warum denn? Woher kommen die denn? Oh, das ist so nervig. Es ist einfach so nervig, dass die dann. Ah, die kommen von da unten. Ja, aber wir haben. Die Wachtürme sind halt auch schon. Die sind halt auch schon geupgradet, ne? Glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Glaub, einmal darf man nicht hin, ne? Verstanden. Sarah führt mich. Kinderspiel. Für Nordhander! Gute Idee. Mehr Sektoren, mehr Kontrolle. So, einmal kurz hier das einnehmen. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Oh, er meint es ernst. Was? Asche. Für Sie. Wir sollen ja hier irgendwie hin, ne? Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was wir hier finden werden, aber das Ausrufezeichen sagt, wir sollen ja nicht. Ist das hier? Ah ja, schön. Okay. Na, was finden wir hier? Hier oben finden wir eine Truhe. Vielleicht eine. Beim Licht tut ein etwas. Gebäude wurde Haltet errichtet. Sie auf! Ah! Das ist wahrscheinlich hier der Freak, die. Ein Gebäude wurde errichtet. Vielleicht dafür da ist, dass hier der Turm und so weiter und so fort. Na gut. Dann eben
auf die harte Tour. Ihr werdet bereuen, Abschaum. Ja, Ritualist. Ihr alle. Ja, tschüss, Ritualist. Sarah führt mich. Das war's. Die Barriere sollte jetzt Vergangenheit sein. 2,90, das kann ich mich hier nicht drauf konzentrieren. So, die Barriere ist jetzt der Vergangenheit, gehört der Vergangenheit an. Ein Gebäude wurde errichtet. Das eventuell. Und da können auch keine Leute kommen, weil hier spawnt nichts. Das ist eigentlich sind diese Wachtürme komplett dumm. Aber. Naja, komm, wir graden die auch nochmal ab. Wieder dieser Fehler hier. Ja. So. Wir stoßen wieder auf die Armee, denn wenn ich jetzt glaube, was passiert mit. Ich glaube halt, die Barriere ist halt eben, wie gesagt, diese Türme. Und falls dann hier unten nochmal die Leute angreifen, weil das ist ja einmal passiert, wieder und wieder und wieder und wieder, dann werde ich nochmal da unten hingehen und dann nochmal mit meinen 4 Leuten vielleicht versuchen, dann die restlichen da unten zu eliminieren. Ich speichere das ja jetzt nochmal mit F5. So. Und wenn alles gut klappt, dann hallo? Sollten wir jetzt nicht verarschen? Sollten wir jetzt? Ja, sicher. Diese Türme sind gewaltig. Oh Gott, diese Türme sind gewaltig. Das kommt Wie immer noch Geier diese Nachricht. Haben Sie das die heißt in also ein paar Monaten gebaut? Mit Magie. Diese Türme sind gewaltig. Ein Gebäude wurde errichtet. Wie zum Geier haben Sie die in den paar Monaten... Diese Türme sind gewaltig. Wie zum Geier haben Sie die in den paar Monaten gebaut? Mit Magie, schätze ich. Anscheinend kann das Urfeuer mehr als nur zerstören. Mit Magie, schätze ich. Anscheinend... Diese Türme sind gewaltig. Wie zum Geier haben Sie die in den paar Monaten gebaut? Mit Magie, schätze ich. Anscheinend... Außenposten. Urfeuer mehr als nur zerstören. Mit Magie, schätze ich. Ein Gebäude wurde errichtet. Urfeuer mehr als nur zerstören. Diese Türme sind gewaltig. Mit Magie, schätze ich. Diese Türme sind gewaltig. Mit Magie, schätze ich. Wir werden angegriffen. Diese Türme sind gewaltig. Hänge nicht hin. Also ich glaube, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir einmal das Gebiet hier, den Außenposten deleten, weil dann sterben meine Leute hier nicht andauernd weg. Die Türme deaktivieren sich, ne? Haben wir dafür nicht Arbeiter? Ich sehe nämlich gerade ganz stark, also ganz viele Arbeiter, aber das ist ganz gut, dass wir die hier noch alle, also Arbeiter, sag ich schon, Leute, weil die Türme halt hart sind. So, jetzt dürfen die eigentlich nichts mehr machen, oder? Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, normalerweise dürften die jetzt nichts mehr machen. Wir können hier nochmal alles von der Reinheit deleten, aber das hier ist jetzt eigentlich nichts mehr, was an Schaden machen dürfte. Ein Speerposten, wo die Leute von heute hier ankommen können und Sachen machen. Zalraka. Und bauen die auch noch alle ab?
Einmal sammeln. Gibt's einmal eine schöne Heilung. Oh, ich hoffe, die haben nicht noch mehr solche blöden Türme. Also die sind schon hart am Schaden verteilen. Ein Gebäude wurde errichtet. Das ist schon nicht so geil. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Puffer. Und wir haben... Wir brauchen noch mehr. Können wir hier einen Steinbruch bauen? Hier gibt es keinen Stein. Okay, dann brauchen wir hier nochmal... Ein Gebäude wurde errichtet. Befestige jetzt hier das Ganze, also. F5. So. Jetzt. Hier unten sind halt immer noch welche, ne? Ich glaube, die haben sich jetzt auch alle ein bisschen... Die haben sich jetzt auch alle ein bisschen zurückgezogen, also die Reihen haben, ne? Also die greifen jetzt auch nicht mal wahllos hier unten an und so. Also das haben die schon irgendwie. Ne? Das ist, glaube ich, die Grenzfestung, genau. Oder? Diese Viecher hier killen. Also schön, dass die Reinheit hier so, ne? Also die Reinheit und hast nicht gesehen von wegen. Ein Gebäude wurde errichtet. So, ja, wir sind ja, ne? Reinheit kirchlich und religiös und hast nicht gesehen und dann kommt so ein Gebäude wurde errichtet. Ja, also so. Das typische Bild der Kirche. Die ist aber uns jetzt gerade auch nicht so. Steht ja auch nicht so im positiven Licht. Guter Plan. Also was zumindest ist das ein Gebäude wurde errichtet. Weg, ne? Also die zumindest so, na, also diese ganzen Sachen da. Wir werden angegriffen. Ich höre schon, ja, was da mit der katholischen Kirche. Überlass das mir. Ach so, wir schießen darauf, nicht die schießen uns ab. Die ganzen Dramen darum. Also evangelische Kirche ist, glaube ich. Da gibt's sowas nicht, ne? Ich bin ja. Ja, das ist ein guter. Also ich weiß nicht, ob ich zur Zeit, also ich bin momentan auch noch in der Kirche. Weil ich noch zu faul bin, auszutreten. Aber muss ich echt ehrlich gesagt auch machen. Aber das Ding ist zum Beispiel, ja, also ich unsere bin, Grenzen haben sich erweitert. Evangelie, das heißt also im Grunde genommen bin ich von diesen ganzen katholischen Rahmen, die ja sich abspielen, vielleicht noch immer, oder zumindest abgespielt haben, ja erstmal nicht betroffen, weil das in meinem Bereich ja nicht stattgefunden hat. Was? Eure Basis wird angegriffen. Guck mal, da sind die. Da sind die Leute jetzt. Ach schön. Ja, dann mach doch mal, ne? Da sind die also. Das heißt, die werden uns jetzt erstmal nicht nerven. Aha! Was soll er denn hier? Noch ein Außenposten? Nehmen wir natürlich ja. Ja, die wieder richtig schön am Switch. Ah, da haben wir die Kaserne. Ja, das ist natürlich ganz gut, wenn wir jetzt hier die Posten hier einnehmen, weil dann weniger Einheiten produziert werden. Und das ist der Außenposten, genau. Den wollen wir mal. Ja, gut, auf Turm. Sehr gut. Dann ist die Kaserne nämlich auch hinfällig. Ein Gebäude wurde errichtet.
immer noch an. Halten immer noch an. Wie sieht's denn aus? Schaffen die das überhaupt? Was schon tut. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja, er stirbt auch gleich. Ja, meine Türme, die machen euch fertig. Sag's euch. Gute Idee. Mehr Sektoren, mehr Kontrolle. Hey, was ich sagen würde, ist, wenn die hier schon eine Kaserne platziert haben, würde ich sagen, machen wir das hier auch. Also wir platzieren hier auch mal eine Kaserne, damit wir dann nicht von ganz, ganz weit weg unserer Armee... Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja, oder auch nicht, weil ich glaube, die Kaserne hat hier gerade welche rausgeschissen, oder? Ja... Die etwas gesagt. Ja gut, dann lauft doch über die ganze Map. Aber trotzdem, ich würde sagen, wir bauen hier trotzdem noch mal eine Kaserne auf. Ich denke mal, hier unten werden die jetzt nicht so Probleme haben mit ankommenden Leuten oder sowas. Wir werden angegriffen. Ja, sagte ich und werde eines Besseren belehrt. Wer kommen die denn? Also die kommen, glaube ich, irgendwo. Kommt von da oben. Ah, da oben ist auch noch eine Festung. Okay, ja gut, da gehen wir da auch nochmal hin. Kann ja alles absichern. Ein Gebäude wurde errichtet. Möchte ich bitte erfahren, wer das denn ist? Achso. Okay, habt ihr gesaved? Boah, die Zeit ist schon wieder rum, ne? Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, so, das wird der richtig krasse Schlag. Gut, wir spielen auf Einbahn, man muss dann immer wieder bedenken, aber wenn ich auf normal gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich richtig frustriert. Also das ist, wie gesagt, für ein Let's Play schon ganz in Ordnung, wenn man auf Einbahn spielt. Und auch nochmal der Hinweis, ich hätte, wie gesagt, ein Gebäude wurde errichtet. Na, für mich selbst das Spiel gespielt hätte, dann hätte ich auch auf normal gespielt. Weil ich dann ja alle Zeit der Welt habe. Da habe ich echt nicht nicht Druck, sondern diese Sache von wegen, ja, wenn du jetzt auf YouTube ein Spiel Let's Plays und übelst viele Folgen hast, dann gucken die Leute irgendwann nicht mehr weiter, weil sie dann irgendwann Desinteresse haben oder sowas. Ich meine, wir haben hier schon über 100 Folgen. Und überlegt euch mal, wenn ich auf normal spielen würde, das wird wahrscheinlich noch viel mehr sein. Dementsprechend ist das schon ganz in Ordnung. Es soll ja, wie gesagt, euch ja auch das Spiel ein bisschen näher bringen und das Spiel zeigen. Und, also das ist ja der Kerngedanke dahinter, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie, der Gedanke ist ja jetzt nicht, ich zeige euch das Spiel, also ich spiele dieses Spiel, damit ich euch jetzt ultra professionellen Skill zeige. Und Entertainment kann man auch machen oder, kann man auch rüberbringen, wenn man ein Spiel auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad spielt. Dafür brauchen wir jetzt nicht irgendwie das Spiel auf einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad stellen. Da brauchen wir jetzt, ne? Das ist auch noch so ein Punkt. Der Außenposten wurde errichtet. Sollte man auch nochmal. Haben sich erweitert. Ne? Deswegen. Ne, aber ich finde das schon ganz gut, wie wir hier durchkommen. Das läuft gerade ganz, ganz schön. So, da oben ist noch ganz viel. Wir müssen halt eben das Hauptquartier der Reiner zerstören. Problem ist halt nur, ich weiß doch nicht, wo es ist. Andererseits, wir haben halt auch gar keine Probleme mit der Reihe. Wobei, die kommen von da unten alle, ne? Eigentlich müssten wir da unten mal gucken, ob da nicht das Hauptquartier ist. Hier laufen die noch alle rum. Ja. Das Ding ist halt, wenn wir natürlich die ganzen Lager, also die ganzen Außenposten hier vernichten, das ist natürlich auch schon mal ein ganz guter Vorteil, weil dadurch, dass wir die alle vernichten, wir haben ja gerade auch einen Posten mit einer Kaserne vernichtet. Dadurch zum Beispiel haben die weniger ein Möglichkeiten. Ein Gebäude wurde errichtet. Haben sie weniger Möglichkeiten. Muss mein Posten. Wir werden angegriffen. Da irgendwas zu machen. Aber wir haben unseren Ogre verloren. Na egal.
Dann haben sie weniger Möglichkeiten, also weniger, können sie weniger Einheiten bauen. Und das ist natürlich geil. Ja? Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Damit die nämlich dann nur mit ihren komischen Gammelleuten da ankommen. Hier mit denen und die keine Gantos. Ein Gebäude wurde errichtet. Ne? Wir sind von da gekommen. Ich gehe mal davon aus, dass sie unten irgendwie noch was haben. Von da oben kommt halt nicht. Deswegen. Ne, sieht schon ganz gut aus. Aber wir produzieren hier noch mal ein paar Leute. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Werden fallen. Hier wollen wir dann auch nochmal. Und jetzt soll es nicht viel kommen. Machen wir mal den Turm auf. Den Turm auf. Eigentlich müssen wir gar nicht die Gebäude hier zerstören, aber das ist schon ganz gut. Von hier unten kommt nichts, welches Ende der Karte. Und wie gesagt, umso mehr wir von den Außenposten einnehmen, umso. Das ist halt. Und das ist halt auch das, was ich so ein bisschen an diesen Baumodus nicht so ganz mag. Du nimmst einfach hier alles ein, an Dingen, kannst das auch alles verteidigen und alles nimmst klar. Gleichermaßen den Gegner Ressourcen weg, sodass die überhaupt auch keine Chance haben, irgendwie wieder was wegzunehmen, also dir was wegzunehmen. Das ist für dich zu einfach, also für dich ziemlich einfach zu verteidigen, währenddessen, wie gesagt, die Gegner nicht mal die Chance haben, da irgendwie was entgegenzusetzen, weil die haben ja nichts mehr dann. Und du kannst halt die immer weiter zurückdrängen. Das ist natürlich ganz cool in dem Sinne, weil das natürlich so ein bisschen mit den Fronten verschieben und so weiter sofort, ne? Aber es ist halt in Spellforce, ja, wenn du die Vorgänge gespielt hast, dann ja, hast du was anderes gewohnt. Hier ist auch wieder eine. Ich mach gleich Schluss. Übrigens, ich mach grad mega viel Bock gerade. Ist übrigens auch wieder eine Kaserne, das heißt ein bisschen Armeeproduzierung haben die hier noch, aber die haben die jetzt nicht mehr. Ja, das ist ein guter Ort. So, ich gehe nochmal hier zu unserer Kaserne. Hier sind mal ein paar Leute. Dann gehe ich auch nochmal zu der hier. Nee, die ist hier. Jetzt sind hier auch noch mal rausgetort. Ja, der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Alles klar, damit. Ich so, würde sagen, lohnt sich hier noch eine Befestigung? Die Türen, ja, dann machen wir einen Turm. Ein Gebäude wurde errichtet. Überlass das mir. Für die Königin! Oh, was ist irgendwas Rotes? Ah, die sind wieder neu gespawnt. Die sind aber egal. In welchem Lager war nochmal die Kaserne? Hier in dem hier, oder? Nee. In welchem Lager hatten wir nochmal die Kaserne? War in dem hier? Oh, lol. Was denn? Nee, in dem hier, ne? Ja, da. Eben hier unten, in der Ecke. Ha? Ich will wieder ein paar. Was ist? Das sieht gut aus. Ja, fucking hell! Ah. Na schön. Ja, passiert euch mal. Ach, ja, doch, wir machen das nur so. F5. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, die Goldene Straße, das scheint ganz gut zu klappen. Also, wo auch immer jetzt das Riesenlager ist, ich weiß es nicht, eventuell wirklich da oben in der Ecke, wo es noch ganz schwarz ist.
Aber die normalerweise kommen die ganzen, ich sag mal, Helden immer vom Hauptlager. Weil zumindest die Gegner ja keine Teleporter angreifen, wo man die theoretisch wieder beleben könnte. Und die sind ja mal so von unten gekommen. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass sie da irgendwo unten auch das Lager haben. Dann würde sagen, nächste Folge oder die nächsten Folgen, die wir machen, da werden wir die dann mal richtig schön eliminieren. Das läuft. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.